Yo Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Psyorg und erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr schon erkennen könnt, bin ich wieder auf gesunden Beinen. Okay, ich weiß gar nicht, ob es dieses Sprichwort überhaupt gibt. Falls nicht, dann habe ich jetzt ein neues Sprichwort erfunden. Auf jeden Fall, Freunde, wollte ich mich nochmal an dieser Stelle für alle Besserungswünsche beim letzten Video bedanken. Und ich sag dann schon mal, wir fangen jetzt sofort mit dem Video an, ohne viel zu labern. So Freunde, ich habe noch gar nicht erklärt, worum es in diesem Video eigentlich geht. Also in diesem Video stelle ich euch 7 Texturen vor, die im Laufe bzw. in der Geschichte von Minecraft verändert worden sind, damit sie jetzt besser aussehen. Die wurden jetzt nicht nur einmal verändert, sondern auch ein paar mehrere Male und ich werde euch wirklich jeden einzelnen Verlauf zeigen, in dem ein Item verändert worden ist. In dieser Folge werden erst 7 Items gezeigt, vielleicht kommen in der nächsten Folge 10 Items dran, vielleicht auch nur 5, aber dafür halt sozusagen 5 ziemlich gute. Jetzt ein paar gute und ein paar, ja, normale drin. Ich hoffe, euch gefällt diese Serie und ja, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Ich habe ein bisschen lange gebraucht, diesen ganzen Scheiß hier zu recherchieren. Und dann würde ich sagen, fangen wir gleich an mit dem ersten Item. So, Freunde, und die erste Textur handelt sich um das Ding da. Ich weiß nicht, ob man erkennen kann, was das genau sein soll. Also, das sah damals echt ziemlich scheiße aus, muss ich jetzt mal ganz ehrlich so sagen. Aber genug herumgerätselt, das da ist nämlich ein Goldblock. Der wurde ganze 3-mal verändert und sah dann beim zweiten Mal, beziehungsweise bei der zweiten Veränderung, so aus. Und bei der dritten Veränderung und der letzten Veränderung sieht er so aus, wie wir ihn jetzt kennen und schätzen, Freunde. Und zwar genau so. So, Freunde, und Nummer 2 ist das da. Ich weiß auch nicht, ob man das erkennen kann. Gleich werden natürlich ein paar Items kommen, die man auch von früher erkennen konnte. Aber ich weiß nicht, kann man das erkennen? Falls ja, dann schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Also ich bin mir da nicht sicher. Ich konnte am Anfang nicht erkennen. Jetzt weiß ich aber, was es ist. Und zwar ist das ein Block Kies. Beziehungsweise Gravel oder Gravel, je nachdem, es gibt viele Leute, die das sagen. Hat mich schon ziemlich gewundert, als ich Gravel gehört habe. Also ich dachte irgendwie, das war ja ein neues Waschmittel. Auf jeden Fall wurde die erste Textur, die wir jetzt hier sehen, in der Classic-Version von Minecraft veröffentlicht. Die zweite Textur wurde dann am Ende der Classic-Release sozusagen. Und die letzte und heutige Textur des Keys-Blocks sehen wir jetzt hier. Und diese wurde beim offiziellen Release von Minecraft veröffentlicht. Die dritte Textur handelt sich um das da. Und da sieht man jetzt noch nicht so große Änderungen. Allerdings ist das hier gerade in der Pre-Classic-Version von Minecraft. Und was dann in der Classic-Version passiert ist, Freunde, das wollt ihr euch eigentlich nicht antun. Das wollte ich mir eigentlich auch nicht antun. Aber da ich es mir auch antun musste, werdet ihr es als auch ertragen müssen. Auf jeden Fall, guckt euch das mal an. Und das soll die Verbesserung sein von dem vorigen. Also ich vergleiche ihn mal. Das kam zuerst. Und dann kam das. Ich weiß nicht, was sich da Mo Jang dabei gedacht hat, aber das sieht komplett scheiße aus. Ich bin froh, dass sie es dann direkt beim nächsten Patch verändert haben und wieder zurück zur alten Version gegriffen haben. Und natürlich bin ich auch froh darüber, dass sie es beim offiziellen Release nochmal geändert haben und der Sapling jetzt genau so aussieht, wie wir ihn heute kennen und schätzen. So, und die Hälfte haben wir jetzt schon so gut wie geschafft und jetzt sind wir natürlich auch bei der vierten Textur und meiner Meinung nach ist es einer meiner Lieblingspunkte in diesem Video und zwar geht es hierbei um die Karotten. Diese wurden natürlich am Anfang, ganz am Anfang bei der Classic-Version von Minecraft rein implantiert und sahen damals halt so aus. Für mich sieht es eher aus wie eine Zombie-Hand als wie eine Karotte, aber natürlich wurde das Ganze dann beim offiziellen Release wieder in die Karotte geändert, die wir jetzt kennen und schätzen. Ich sag das jetzt bei fast jedem Punkt, Freunde. Also wenn ihr euch jetzt schon mal aufregt, könnt ihr euch gleich noch härter aufregen. Spaß, Freunde, ich höre jetzt auf damit. So, beim nächsten Punkt kriegt ihr erstmal ein paar Sekunden Zeit, um zu erraten, was das genau sein sollte. Habt ihr es erraten, Freunde? Also ich nicht, als ich es gesehen habe. Muss ich ganz ehrlich zugeben, für mich sah das eher aus wie eine Banane. Ich habe mich schon irgendwie gefreut, dass es jetzt ein neues Item bei Minecraft gibt. Allerdings ist es keine Banane, sondern die goldene Karotte. Die wurde damals natürlich mit der normalen Karotte ins Spiel rein implantiert und sah dann halt so aus. Nach 2 Patches wurde das Ganze natürlich dann geändert und sah halt so aus. Und dann beim nächsten Patch sah das Ganze dann wiederum so aus, wie wir es jetzt kennen. Nein, ich sag nicht unschätzen, Freunde. Da habe ich euch schon versprochen, dass ich jetzt nicht sagen werde. Der nächste Punkt ist ein ziemlich kleiner Punkt, ist auch eine ziemlich kleine Änderung. Und zwar geht es dabei um dieses Item, welches in der Beta hinzugefügt worden ist und dann im offiziellen Release zu diesem Item hier sozusagen verändert worden ist. Die haben da nicht wirklich viel gemacht, abgesehen davon, dass sie jetzt diesen schwarzen Rand drumherum verändert haben. War jetzt nicht wirklich so eine krasse Veränderung, aber wenn sie es tun wollten, wenn sie Lust drauf hatten, dann ja, warum nicht, Freunde? So, und der siebte und letzte Punkt in diesem Video ist meiner Meinung nach ein ziemlich cooler Punkt.
Also da haben die wirklich den Block komplett verändert. Die haben hier nicht nur irgendwie die Farben angepasst oder so, sondern die haben wirklich den ganzen Block komplett verändert. Was das jetzt ist für ein Block, das werdet ihr jetzt hier sehen. Und zwar ist das hier der Block, der in der Beta 1.9 Pre-3, das müsst ihr euch merken, Pre-3, hinzugefügt worden ist. Und dieser Block wurde dann in der Beta 1.9 Pre-4, also im nächsten Patch, dann genau zu dem Block hier verändert. Und ihr habt schon gesehen, Freunde, das ist natürlich der Endstone. Und der Block, den ich euch gerade eben gezeigt habe, also der da, der sollte damals keinen normalen Endstone, also auch nicht sich selbst droppen, sondern nur Cobblestone wie normale Steine. Ich finde es gut, dass sie das Ganze geändert haben, denn jetzt sieht der Block ein bisschen stilischer aus und meiner Meinung nach auch viel besser. Das passt auch so ein bisschen mehr zu diesem ganzen Dungeon und End-Feeling und so weiter. Also wenn ihr wisst, was ich meine, stellt euch mal vor, das End mit weißen Blöcken, also so schwarzer Himmel und weiße Blöcke, das würde irgendwie gar nicht zusammenpassen. Falls euch das Ganze gefallen hat, dann lasst doch mal gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen, und wir sehen uns dann beim nächsten Video, Freunde. Macht's gut, euer Psyok.